Die Firma Open Bricks hat sich bei mir gemeldet. Ich kannte sie noch gar nicht, haben sich bei mir vorgestellt, nicht als YouTuber oder als Influencer, sondern sie hatten eher Interesse daran, dass ich ein eigenes Ladengeschäft habe, wollten ihre Produkte da drin vertreiben. Mache ich natürlich nur, wenn ich es mal gebaut habe und ich weiß, was es ist. Also habe ich mir einen kleinen roten Flitzer bestellt. Hier steht er, den möchte ich heute gerne mit euch zusammenbauen. Kompakt modern mit Stern ist dieser hier nicht. Aufgrund des knalligen Rots und der leichten Ähnlichkeit mit einem Sportwagen würde ich hier Richtung, vielleicht ist es sogar ein Ferrari gehen, tippen. Und damit herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. 482 Teile, Open Bricks heißt der Hersteller, ist es nicht die Firma, die das Set vertreibt, weil ich glaube nicht, dass Open Bricks eigene Steine baut. Habe ich alles noch nicht hinterfragt. Ich persönlich möchte das Ganze erst einmal bauen, möchte wissen, was habe ich hier? Ist das was Schönes? Ist das nichts? Ich werde es euch erzählen und verlinke es euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, ein Blick auf die Rückseite kann nicht schaden. Es wird uns ja verraten, dass die Lampe blendet. Dass die Lampen blenden. So geht es ein bisschen besser. Dass hier ein Pullbackmotor mit drin ist, dass man, wenn ich das jetzt hier aus eurer Richtung richtig sehe, nee, man kann hier nie Türen, ich muss einfach mal eben schnell gucken, dass es ein Kennzeichen hat, ist ja, denke ich mal, nicht. Nee, man kann hier was bewegen, man kann hier was hochklappen. Werden wir uns anschauen. Die Seiten relativ unspektakulär, trotzdem ist der Karton von der Aufmachung her ganz gut. Hier wird uns verraten, wie groß das Set ist. Und ich bin überrascht, dass er für so wenig Teile mit 24 cm dann doch recht lang ist. Sind vielleicht lange große Steine mit dabei. Wir werden diesen Karton jetzt mal vernichtenderweise öffnen. Ich kenne den Inhalt nicht. Ich weiß nicht, wie laut jetzt die Tüten werden. Also empfehle ich doch ganz einfach mal, wer was mit Kopfhörern oder lauter Musik gerade hat, macht es einfach mal leise. Wir haben hier zwei hochspannend gefüllte Tüten und wir haben hier selbstverständlich eine Anleitung. So rum macht man sie auf. Gleich auf der ersten Seite ist gedruckt die Teilliste, was persönlich nicht schaden kann. Hui, eine Bauanleitung der. Also die Seiten sind pickepacke vollgestopft mit Teilen, die man braucht und wie man sie zusammensteckt. Deswegen habe ich das. Es ist ein wenig verwirrend, aber es ist nicht sonderlich schlimm. Man blättert sich hier so durch. Es ist alles ausgegraut, was schon gebaut wurde. Nur das, was gerade gebaut wird, bekommt seine originale Farbe. Das ist eine Bauanleitung. Wow, das wird. Was stand da drauf? Ab 6. Ab 6. Hier muss man versuchen, den Überblick nicht zu verlieren. Also die Seiten sind wirklich vollgepresst mit Dingen, die man gerade machen soll. Das Modell wird auch immer nur in dem Bereich gezeigt, wo man gerade etwas machen soll. Ich bin gespannt. Es wirkt auf den ersten Blick ein wenig verwirrend und auch überladen, so eine Seite. Wäre man hier vielleicht. Ich sage noch vielleicht besser beraten gewesen, das ein wenig anders aufzuteilen. Ja, ich bin gerade hin und her gerissen. Egal, zwei Bauabschnitte insgesamt 2,61 und 1, was weiß ich nicht was, 1,57, muss man jetzt auch noch zusammenrechnen, 57 und 61, vermutlich werden das die gesamten Bauschritte sein, also 57 in der 1 und 61 in der 2. Ich reiß alles, was eine 1 hat. Also hier die Tüte. Ich habe vergessen zu sagen, nehmt die Kopfhörer ab. Baue ich mal zusammen und dann ziehen wir mal ein erstes Fazit. Das ist ja nur eine kleine Fingerübung. Das dürfte ja nicht lange dauern.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Alles, was zu Bauabschnitt Nummer 1 gehört, wurde verbaut, bis auf dieses eine Teil. Das war nämlich zu viel dabei. Das ist soweit kein Problem. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Beim Bau habe ich mir immer gedacht, das kennst du, was du hier machst. Das war mir alles irgendwie sehr vertraut. Und irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen aus den Augen. Sembo hat den blauen Cadillac, den aus dem Pekinger Austomuseum. Der ist im Grunde genommen genauso aufgebaut. Ich habe mir gedacht, den habe ich aber doch eigentlich noch gar nicht gebaut, wenn ich mich da noch richtig dran entsinne. Und dann hier bei meinen, nee, es gab da so eine Firma Technik, wo ich damals schon behauptet hätte, das wäre Sembo. Die haben einen Pink Cadillac gehabt. Beide Videos habe ich euch gezeigt. Denn ich habe den blauen gebaut. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ist schön, dass wir drüber reden. Sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Wirklich sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Ich bin natürlich gleich rüber geschossen zu mir in den anderen Raum. Habe mir ein Sembo-Set gegriffen, habe es auseinandergerissen und habe festgestellt, okay, es ist zumindest nicht von Sembo. Weil das war so mein Anfangsverdacht, wo ich gesagt habe, okay, ist das Design vielleicht von Sembo? Aber die Teile sind nicht von Sembo. Also das kann ich ausschließen. Es sei denn, sie haben sie komplett neu aufgelegt und sie sehen jetzt anders aus. Dann wäre es wieder Sembo, aber glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das Design erinnert mich extrem an Sembo. Ist natürlich auch nichts Schlimmes. Wo liegen wir hier preislich? Wir liegen hier preislich bei 40 Euro. Also nicht bei dem, sondern alles zusammen. Müssen wir darüber reden, wenn es fertig ist. Die Sembo-Modelle reihen sich in der gleichen Größenordnung ein. Auch diese liegen zwischen 30 und 40 Euro. Also das passt. Wenn das dann genauso stabil ist, wenn es gegen die Wand fährt wie die Sembo-Dinger. Und das habe ich getestet, weil die stehen bei mir im Laden und die Kinder spielen mit denen sehr, sehr gerne. Sie zerbrechen aber nicht, wenn sie mal Vollgas gegen die Wand scheppern. Ob der das hier aushält, werden wir natürlich rausfinden. Also von der Warte her, soweit alles in Ordnung. Das Bauen macht Spaß. Die Teile geben es her, man kann damit bauen. Die Pins könnten, da klingelt schon wieder, frohe Weihnachten wird mir hier gerade gewünscht, was euch vielleicht einen kleinen Hinweis gibt, wann ich dieses Video mache. Faden verloren. Man sollte nicht lesen, während man was spricht. Egal, setz live, setz Olli, kann man nur sagen. Die Pins sind ein bisschen schwach. Was heißt, sie sind schwach? Sie gehen zu stramm rein. Also die Pins von der Qualität her, werde ich im Leben kein Freund mit. Auch nicht in einem 40-Euro-Set. Nee, da kann jetzt eine sagen, das stimmt, das passt irgendwo. Nein, das passt nicht. Die Pins müssen besser werden. Die sind zu kratzig, wenn man sie reinschiebt. Kann man das so sagen? Also sie knirschen beim Reinschieben. Man hat das Gefühl, sie zerbröseln gleich so ein bisschen in der Hand. Ich verlange für 40 Euro keine Gobrik-Steine, um Gottes Willen, aber die Qualität der schwarzen Pins müsste meiner Meinung nach ein wenig besser sein. Als Entschädigung bekommen wir hier aber einen Print. Immerhin hat man das verstanden oder man hat es nicht verstanden. Man muss bei Lego gucken. Ein Auto in der Größe für 40 Euro. Da gehören selbstverständlich Sticker rein. Und überhaupt ist das Ganze nicht bunt genug. Hier ist in roten Teilen stecken hier rote Pins. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Um Gottes Willen, Freunde, die müssen blau sein. Also überarbeitet das Ganze nochmal. So, und jetzt machen wir die Ironietüte wieder zu und nehmen das wohlwollend zu erkennen. In schwarz stecken schwarze Pins, in rot stecken rote Pins. Freunde, was wollen wir mehr? OpenBricks, ihr seid auf dem richtigen Weg. Insbesondere da mal Gruß an den Sebastian, der mich ja regelmäßig oder der, mit dem ich dann regelmäßig
schreibe. Es kommt auf jeden Fall bei mir im Laden. Es ist noch nicht fertig, aber das wird da reinkommen. Das ist soweit wirklich alles schön. Es macht Spaß, die Anleitung gewöhnungsbedürftig. Und ich verwette meinen kleinen Finger darauf, ein 6-Jähriger schafft das noch nicht alleine. Da gehören Mama und Papa mit an den Tisch und dann kann das was werden. Warum ich das sage? In meinem Lädchen. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viele Sets zurückgebracht werden, weil die Eltern sagen, mein Kind schafft das nicht. Ich dann immer sage, dann setz dich doch mit deinem Kind hin und hilf ihm. Leider nicht die Antwort, die die Leute heutzutage hören wollen. Die Leute heutzutage wollen dann hören, ja gut, ich nehme es zurück. Mal so ein kleiner Schmank am Rande. So, ich möchte das Ganze fertig haben. Ihr wollt mit Sicherheit das ganze Auto auch mal fertig sehen. Also höre ich doch jetzt einfach wieder auf zu blubbern und baue den zweiten Teil. Zack, bumm, knack, da ist er fertig. Das ging rasend schnell und hat mordsmäßig viel Spaß gemacht. Hier grinst uns dann unterm Strich noch einmal eine Fliese an. Auch diese ist bedruckt. Dieses Set kommt also gänzlich ohne Sticker raus. Das schafft nicht mal Sembo. So viel dazu. Wir haben hier so ein bisschen Funktion der Flügeltüren. Das flügelt nicht so richtig. Muss es auch gar nicht. Das ist kein voll bespielbares Modell. In dem Sinne, Tür auf, Mama, Papa steigen rein, Türen gehen zu. Das hier ist ein Sportwagen. Man kann erkennen, dass er Flügeltüren hat. Die Welt ist in Ordnung. Man kann hier so ein bisschen die Motorhaube, oh, lustig, Motorhaube öffnen. Das wäre dann hier. Und hier ist auch ein Motor drunter. Hier natürlich nicht. Wo man sich vergriffen hat, das ist bei den Kotflügeln. Also das sieht galaktisch aus. Das hat schon eher was von Überrollbügel. Die sind einfach zu lang mit dabei gewesen. Es gibt sie in diesem Set auch nicht in kürzer. Somit kann ich mit Fug und Recht sagen, die wurden in der zu langen Version in zumindest meinem Set dabei gepackt. Es sieht wirklich irrsinnig witzig aus. Es müsste ja eigentlich mehr so sein. Dann sähe es toll aus. Aber irgendwie habe ich diese zu lang dabei bekommen. Kann ich mit leben. Die Kunden, die es kaufen werden, natürlich nicht, weil die werden sich sagen, die sind zu lang, ich brauche die Originallänge. Also da mal so ein kleiner Seitenstich Richtung Open Bricks. Schaut da mal ganz schnell in eure Kartons. Das ist vielleicht ein generelles Problem. Vielleicht auch ein Einzelschicksal. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Er macht das, was er machen soll. Er sieht gut aus und die Kids werden ihren Spaß damit haben, wenn sie diesen Rückzugmotor aufziehen. Aufpassen, dass wir ihn nicht kaputt machen und das Ding fahren lassen. Und zwar bitte auf dem Teppich, weil ansonsten ist hier und er läuft jetzt noch nach. Also er wird, wenn ich ihn, nee, er fährt mir hier in den Monitor von meinem Laptop, was hier gerade steht und seine Dienste verrichtet. Aber das hier wird Spaß machen. Wenn ich ihn jetzt hier auf Holz stelle, dann drehen die Räder erstmal durch, bevor er losfährt. Aber er fährt los und ich will es jetzt wirklich wissen. Ich stelle ihn jetzt mal so. Wir lassen ihn jetzt mal vom Tisch runterspringen. Wir wollen doch mal wissen. Also die Sembo-Dinger haben das alle überlebt. Und dann sollte der hier das auch schaffen, ohne mir meinen Laptop kaputt zu fahren. Ihr habt es gehört. Ich hole ihn schnell wieder. Ihr habt es gehört und ihr könnt es sehen.
ein phänomenaler Schaden. Hier vorne hat es einen Pin rausgezogen. Kann man also auch schnell wieder ineinander stecken. Da hat es was verdreht. Die Motorhaube ist aufgegangen. Die Sitze hat es verdreht. Hier ist was. Hier ist wirklich auch ein Teil abgegangen. Die Flügeltüren hat es hochgedrückt. Und hier ist ein Teil unten abgegangen. Nee, auf der Seite. Also, was soll ich sagen? Dieses Set bespielbar von A nach B, wenn das wirklich mal gegen eine Wand fährt, dann ist es gegen eine Wand gefahren. Meine Güte, das muss das Spielzeug abkönnen. Alles gut, mir macht der kleine Flitzer irrsinnig viel Freude. Ich habe Freude daran, den hier zeitnah bei mir im Lädchen in die Regale zu stellen und schauen, wie es angenommen wird. Halt, so muss er stehen, damit ihr ihn auch wirklich nochmal sehen könnt. Wie gefällt euch der kleine Flitzer? Lasst es mich gerne wissen. Benutzt die Kommentarfunktion und schreibt es dort hinein. Hat euch das Video gefallen? Freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen? Es gibt den Daumen runter. Auch den dürft ihr gerne benutzen. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut. Morgens, mittags, abends, nachts, nachmittags, vormittags, frühe Morgenstunden. Völlig wurscht, der Tag, der noch vor euch liegt. Genießt ihn in vollen Zügen. Und vergesst bei der ganzen Geschichte nur eines nicht. Bei meinem nächsten Video bitte wieder gesund vor eurem Monitor zu sitzen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.